Zwei junge Männer rennen von Ost nach West-Berlin. Um in den Westen zu gelangen, müssen sie über eine Mauer klettern. Um sie aufzuhalten, schießt ihre eigene Regierung auf sie. Im August 1961 wird eine Mauer gebaut, um die Menschen aus Ost- und West-Berlin zu trennen. Ost-Berliner nehmen sämtliche Mühen auf sich, um freizukommen. Sie erschleichen sich den Weg hinter die Grenzposten, indem sie sich in LKWs und Autos verstecken. Sie schwimmen durch eisige Kanäle und Flüsse. Sie fliegen sogar mit Flugzeugen über die Mauer, um ausbrechen zu können. Die Barriere, die dieses mutige und einfallsreiche Verhalten provoziert hatte, ist mitten durch Berlin hindurch gebaut worden. Zwei Mauern umschließen eine Zone, die Bar jeden Versteckes ist. Es ist der Todesstreifen, wo die Menschen erschossen werden, wenn sie gesehen werden. Das erste Opfer ist Gunther Litvin. Er stirbt gerade mal 11 Tage nach der Trennung der Stadt. Bis zu dieser Zeit ist noch kein Schuss gefallen an der Berliner Mauer, sodass einer schon erschossen wurde, sodass der Schießbefehl mit meinem Bruders Tod identisch ist. Noch viele weitere sind gestorben, ehe die Mauer fiel. Der Todesstreifen verlief 45 Kilometer durch die Stadt. Über 300 Wachtürme wurde die Barriere 24 Stunden am Tag im Auge behalten. Die Mauer wurde ständig ausgebaut und verbessert. Hindernisse hinzugefügt, um eine Flucht zu verhindern. Heute ist die Berliner Mauer vollständig verschwunden. Alles, was von ihr übrig ist, ist eine Linie von Kopfsteinen, die den Verlauf markieren. Christopher Hilton ist ein britischer Autor, der die Auswirkungen der Mauer studierte, seit er sie 1970 zum ersten Mal gesehen hatte. Er kehrt regelmäßig nach Berlin zurück, um seine Forschungen dieser außergewöhnlichen Episode in der Geschichte fortzusetzen. Der genaue Punkt, an dem Kommunismus und Kapitalismus aufeinander trafen, wie zwei riesige tektonische Platten, war eine weiße Linie in der Mitte der Straße am Checkpoint Charlie, gezeichnet von Grenzposten Hagen Koch. 1961 half Hagen Koch dabei, die Mauer zu bauen. Heute sammelt er alles, was mit der Mauer zu tun hat, bis hin zum letzten Passstempel des ostdeutschen Staates aus dem Jahre 1989. Die Mauer teilte Berlin in zwei feindliche Welten, Ost und West. Aber wie? Die Antwort darauf findet sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Europa 1945. Die sowjetische Rote Armee griff Deutschland aus dem Osten an, amerikanische, britische und französische Streitkräfte aus dem Westen. Berlin war von der Roten Armee eingekreist. Die Sowjets schossen sich den Weg in die Innenstadt Berlins frei. Der Krieg in Europa endete mit dem Hissen der roten Flagge auf Deutschlands Parlamentsgebäude, dem Reichstag im Zentrum Berlins. Die Siegermächte unterteilten das zurückgeschlagene Deutschland in vier Teile, die von ihren Streitkräften beherrscht wurden. Die amerikanischen, britischen und französischen Sektoren entwickelten sich zu Westdeutschland, die sowjetische Zone in ein abgeteiltes und feindliches Ostdeutschland. Berlin lag 145 Kilometer innerhalb des ostdeutschen Territoriums. Bevor die Mauer gebaut wurde, war Berlin in vier Sektoren aufgeteilt. Drei waren von westlichen Truppen besetzt, eine von den Sowjets. Berlin blieb bis 1961 eine einzige Stadt, obwohl sie in theoretische Grenzen unterteilt war.
Es waren nur theoretische Grenzen, von denen ein Teil von den Sowjets und den Ostdeutschen regiert wurde und die anderen drei vom Westen. Das U-Bahn-System, das Telefonsystem, das Abwassersystem, die Straßenbahnen waren verbunden. Es war einfach eine Stadt und es war unvorstellbar, sie zu trennen. West-Berlin wurde vom Westen stark bezuschusst und war wohlhabend. Ostdeutschland musste Kriegsreparationen an die Sowjets bezahlen und war deshalb sehr arm. Daher waren die beiden Lebensstandards von einer Seite einer Straße zur anderen äußerst unterschiedlich. Und in der Konsequenz gingen die Ostdeutschen einfach hinüber und emigrierten in den Westen, der erfahrene ostdeutsche Arbeiter benötigte. Und Ostdeutschland begann, um die Menschenanzahl einer kleinen Stadt im Jahr auszubluten. Nun, wenn man eine Bevölkerung von 19 Millionen hat, weiß man, wohin das führt. Um die Auswanderung seiner Bürger zu stoppen, stellte die ostdeutsche Regierung Barrieren zum Weg in den Westen auf. Am Sonntag, 13. August 1961, wurden Truppen eingesetzt. Sie standen sprichwörtlich Schulter an Schulter und teilten die Stadt. Die Menschen konnten nicht verstehen, dass dies zu einer permanenten Trennung ihrer Stadt führen würde und es ihnen wirklich nicht mehr möglich sein würde, über die Straße zu gehen, um die eigene Mutter zu besuchen. Es dauerte mehrere Wochen, eine Mauer mitten durch Berlin zu bauen. Bis dahin bildeten Stacheldrahtzäune die Barriere. Menschen, die dem Draht trotzten, konnten noch immer entkommen. Eine kleine Wohnung in Berlin enthält eine erstaunliche Sammlung von Informationen über die Mauer. Es ist das Archiv von Hagen Koch. Es ermöglicht einen äußerst detaillierten Einblick auf die Einstellung des ostdeutschen Regimes zur Mauer. Hagen erinnert sich daran, wie er den Befehl erhielt, die Anlagen der neuen Grenze zu prüfen. 1961 war ich 21 Jahre alt. Ich war Gefreiter im Wachregiment der Staatssicherheit. Und so werde ich am 15. August mit dieser Karte durch die Stadt marschieren, alles einzeichnen, was ist. Am Nachmittag kommen wir dann an den Grenzübergang Checkpoint Charlie. Auf Westberliner Seite, also das ist der Blick vom Osten, da hinten, protestieren die Menschen, Flaschen und Steine werden geworfen und so kriege ich zusätzlich zu meiner eigentlichen Aufgabe den Befehl, hier am Checkpoint Charlie einen ganz dicken weißen Strich über die Straße zu ziehen, um ein Signal zu geben, bis hierher und nicht weiter. Und damals davon überzeugt, die Grenze wird gut und sie wird unsere Heimat DDR vor einem dritten Weltkrieg sichern. Trotz der Gefahren, dem Rauch und den Tränengasbomben versuchen manche... Als die Westberliner begriffen, dass ihre Stadt über Nacht entzweigeteilt worden war, wuchsen die Spannungen und es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen. In den ersten Tagen der Mauer gab es noch immer Schwachstellen. Es gab sogar ein Wohnhaus in der Bernauer Straße, durch das die Menschen durch die Vordertür im Osten hereinkommen und durch die Fenster in den Westen springen konnten. Ostberliner mit Wohnungen, die in Richtung der Grenze zeigen, nutzen die Chance, als sie den Befehl erhalten, ihr Heim zu verlassen und ins Landesinnere zu gehen. Während ein Ostberliner Wachmann versucht, diese Frau zurück in ihr Gefängnis zu holen, ziehen Westberliner sie nach unten in die Freiheit. Selbst aus gefährlichen Fenstern im vierten und fünften Stockwerk, aus jeder kleinen offenen Luke fliehen sie in die Freiheit. Diese Frau fällt in ein von alarmierten Feuerwehrmännern aufgespanntes Tuch. Und dann, während eine gespannte Menge zusieht, folgt ihr Ehemann. Doch zuerst wirft er einige Habseligkeiten hinunter. Entschlossen, ihr Volk vor derartigen Versuchungen zu bewahren, zerstören die Ostdeutschen Häuser und Bauten entlang der Grenze. Die Fenster in der Bernauer Straße wurden zugemauert. Bald würden diese Häuser abgerissen werden. Die erste primitiv gebaute Mauer war etwa 1,80 Meter hoch. Beobachtungstürme wurden nun in Ostberlin gebaut. Der Gedanke dahinter war, dass niemand fliehen konnte, ohne von den Grenzposten gesehen zu werden. Sogar Schulkinder nutzten die Chance zu fliehen, als die Mauer verbessert wurde. Einer von ihnen war Falco Vercentin. Zur Zeit des Mauerbaus war ich nahezu 17 Jahre alt.
So war es dann doch eine große Überraschung, ein Albtraum für mich, als ich am Sonntag, dem 13. August gegen 12 Uhr, den Westberliner Sender RIAS anmachte, um politische Nachrichten zu hören und dann diese entsetzliche Meldung hörte im Radio. Und von dem Tag an gab es dann nur noch einen Gedanken. Und das war in der Tat der Gedanke zu fliehen. Falco und ein junger Freund wählten sorgsam Zeit und Ort und machten sich auf den Weg zur Mauer. Ein einzelner Grenzposten ging so nah an ihnen vorbei, dass er die Jungen hätte sehen müssen. Aber ein einzelner Grenzposten konnte auch ein Auge zudrücken. Wäre er mit einem anderen Soldaten zusammen gewesen, hätte er seinem Kollegen vielleicht nicht getraut und hätte so nicht die Möglichkeit gehabt, wegzusehen. Nach 20 Minuten hatten die Jungen den Zaun erreicht. Etwa 6 bis 7 Meter entfernt war die Mauer. Sie war 1,80 Meter hoch. Falco half seinem kleineren Freund hinauf und ließ sich dann selbst in den Westen fallen. Es war natürlich ein unendliches Gefühl der Erleichterung, ein großes Gefühl der Freude. Und als wir uns dann auf einem Westberliner Polizeirevier meldeten, bekam ich als erstes auch eine Peter Stuyvesant in die Hand gedrückt, eine Zigarettenmarke, die damals warb mit dem Slogan »Der Duft der großen freien Welt«. Und das passte ironischerweise zu diesem wichtigen Ereignis. Also war die Mauer nicht unüberwindbar. Die ostdeutschen Autoritäten reagierten erbarmungslos. In diesen Analysen wird festgestellt, dass es eine Zunahme der Fluchtbewegung gibt. Und so wird auch festgelegt, dass die Waffe stärker zur Anwendung zu bringen ist. Denn die technischen Voraussetzungen, die Fluchten zu verhindern, reichen nicht aus. Und überall, wo Waffen ausgegeben werden, wird natürlich festgelegt, wie damit umzugehen ist. Und so wird geschossen auf Flüchtlinge. Und der Erste, der durch Anwendung der Schusswaffe zu Tode kommt, da gibt es hier eine Analyse, Schusswaffengebräuche bei Grenzdurchbrüchen. Und am 13. August bis 31. August gibt es 3 Warnschüsse, ein Zielschuss, erzielte Wirkung, ein Toter. Und dieser erste Tote hier ist Günter Litvin. Das ist der Humboldthafen. Das hier ist die S-Bahn-Brücke. Hier oben stehen die beiden Schützen. Das ist der Fluchtweg. Und aus ca. 40 Meter fallen hier die tödlichen Geschüsse. Günter Litvin wusste nicht, dass die Wachen Schießbefehl erhalten hatten. Sein Bruder Jürgen besucht den Schauplatz von Günthers Tod. Günther war der erste Flüchtling, der erschossen wurde, bei dem Versuch, nach West-Berlin zu gelangen, einfach nur auf die andere Seite des Kanals. Mein Bruder wurde oben von der Eisenbahnbrücke angerufen, er soll stehen bleiben oder sie schießen. Mein Bruder sprang spontan ins Wasser, worauf die beiden Grenzposten das Feuer eröffneten und Sperrfeuer schossen. Er versuchte, von dieser Stelle wegzukommen, was ihm nicht gelang, sodass er im Wasser noch schwimmend die Arme hob und von den einen Grenzposten erschossen wurde. Wir erfuhren von den Ostorganen überhaupt nicht, dass mein Bruder getötet wurde, sondern durch das Westfernsehen am 26. Abend. Und dort wurde gesagt, dass es den ersten Mauertoten gab und der Günter Litvin heißt. Daraufhin wandte ich mich sofort am 27. in die Gerichtsmedizin, um zu erfahren, ob es wirklich stimmt, was die Nachrichten im Westfernsehen verbrachten. Man zeigte mir den Bruder nicht, um ihn zu identifizieren, sondern sagte noch, wenn der Sarg zum Friedhof kommen sollte und der Sarg wäre verblombt, ist es uns nicht gestattet, unter Strafandrohung drüber, diesen Sarg nochmal zu öffnen. Ende August, als die Beerdigungsfeierlichkeiten waren, war es mir möglich, unten in den Keller dieser kleinen Kapelle zu kommen, wo die Särge standen mit den Toten, und habe den Sarg meines Bruders aufgebrochen mittels Rödeleisen, was ich mir mitnahm, denn ich wollte sehen, ob mein Bruder irgendwie nicht mehr erkenntlich wäre. Und habe meinen Bruder dort vorgefunden mit einem Pflaster auf der Kinne,
Dort war der Ausschuss und hinten im Genick war der Einschuss. Ich habe dann noch meinem Bruder einen kleinen Strauß Blumen zwischen die Hände gegeben und habe den Sarg wieder verschlossen und dann fanden oben denn auf dem Friedhof die Beerdigungsfeierlichkeiten statt. Die Nachricht von Günter Littfiens Tod wurde nicht weiter verbreitet. Aber einige Monate später sollte es im vollen Licht der Öffentlichkeit einen weiteren Erschossenen geben. Das Opfer war ein Heranwachsender namens Peter Fechter. Es gab einen bestimmten, die Lage definierenden Moment, als zwei junge Männer aus dem Osten 1962 versuchten, nahe Checkpoint Charlie zu fliehen. Einer schaffte es hinüber und der andere wurde niedergeschossen, ein junger Mann namens Peter Fechter. Er lag an der Mauer und man ließ ihn verbluten. Die zivilisierte Welt begehrte auf, als ostdeutsche Grenzer einen flüchtenden Heranwachsenden anschossen und dem langsamen Tod überließen. Sie trugen seine Leiche fort, aber niemals werden sie dieses Symbol aus den Herzen der wütenden Deutschen entfernen können. Sie richteten ihren Zorn gegen russische Wachleute, die in Bussen zu einem sowjetischen Kriegsdenkmal gefahren wurden, und wendeten sich dann der Westberliner Friedensglocke zu, um ihrer Einheit als Volk eine Stimme zu geben. Weil es so nahe bei Checkpoint Charlie geschah, kamen auch Westberliner Polizisten und amerikanische Soldaten vorbei. Natürlich war es ihnen nicht gestattet, in den Osten zu gehen. Sie konnten nicht über die Mauer klettern. Also versuchten sie, Verbandskästen zu ihm hinunterfallen zu lassen, als er dort lag. Die Ostberliner Grenzposten fürchteten sich, Fechter zu nähern, weil die Westberliner auf sie hätten schießen können. Also ließ man ihn liegen, bis die ostdeutsche Armee unterrichtet werden konnte, was 30 bis 40 Minuten dauerte. Er murmelte immerzu: Warum helft ihr mir nicht? Warum helft ihr mir nicht? Und niemand konnte es. Und ab diesem Moment wusste jedermann die Wahrheit über die Mauer. Ostdeutschlands Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht sah sich nun einem Problem gegenüber. Die Tötung von Peter Fechter konnte nicht verschleiert werden. Also entschied Ulbricht, sie zu feiern. Mit dem Tod von Peter Fechter wird das Opfer an der Grenze endlich einen Namen und ein Gesicht bekommen. Weltweit wird der Tod von Peter Fechter den Menschen bekannt gegeben. Das hinterlässt auch Wirkung bei den DDR-Grenzern. Und so wird Walter Ulbricht 1962 im Herbst dem Grenzregiment 33 dieses Ehrenbanner übergeben, um Danke zu sagen, dass auch der Tod von Peter Fechter richtig ist, dass die Grenzsoldaten keine Skrupel haben. Und Walter Ulbricht wird einmal und nie wieder eine Fahne anfertigen lassen, auf der sein eigenes Porträt drauf ist. Und das ist eine Form der ideologisch-psychologischen Beeinflussung der Grenzposten, damit sie mit ihrer Waffe weiter an dieser Grenze Gebrauch machen, um Fluchten zu verhindern. Jeder Grenzposten musste mit diesen Tatsachen umgehen. Roland Egersdorfer überwachte die Grenze von einem Beobachtungsturm aus wie diesem hier. Er war bereits mit 19 Jahren Grenzposten. Der Kampfauftrag hieß ja, Grenzverletzer festzunehmen oder zu vernichten. Und dessen war sich jeder bewusst gewesen. Und hatte man immer vor Augen gehabt. Was hätte man gemacht? Ja. Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich hätte auch geschossen. Weil man war ja so erzogen gewesen. Uns wurde ja gesagt, die abhauen wollen nach West-Berlin, das sind ja alle Verbrecher. Die meiste Angst war die Sache gewesen, wenn man nach dem Nachtdienst nach Hause gefahren ist, war rein in die Kaserne, hat man mal gesagt, Gott sei Dank, bei mir war heute nichts los, ich musste nicht schießen oder es gab keine Handlung in dem Bereich. Die Grenzsoldaten wollten natürlich auch nicht schießen. Die Grenzsoldaten haben überlegt, was kann ich denn noch als zusätzliche Sperren in diese Grenze mit einbauen? Alarmanlagen, Telefonanlagen, Sprecheinrichtungen, alles selbst gebaut. Und diese selbstgebauten technischen Neuerungen wurden dann dem Minister für nationale Verteidigung präsentiert. Und er hat sich das angeguckt und gesagt, gut, kann man machen, das ist nicht gut, das kann man nicht machen. Die Mauer entwickelte sich rapide. Viele Gebäude in der Nähe wurden abgerissen und die Mauer wurde mit einem Hinterlandzaun verstärkt, üblicherweise ca. 45 Meter dahinter. Der Raum dazwischen wurde zum Todesstreifen.
Einige wenige Öffnungen in der Mauer ließen geringe Zahlen von Autos und Menschen hindurch zwischen die beiden Hälften der Stadt. Checkpoint Charlie war ein amerikanischer Grenzübergang. Heute steht am Standort von Checkpoint Charlie ein Museum, das die befremdliche Geschichte der Mauer dokumentiert. Sogar die originale weiße Linie, die Ost und West voneinander trennte, gezeichnet von Hagen Koch, ist erhalten geblieben. Genau wie einige sehr clevere Fluchtvorrichtungen. Als die Mauer weiterentwickelt wurde, erforderte es mehr menschlichen Einfallsreichtum, sie zu überwinden. Einige Flüchtlinge bauten eine BMW Isetta um, bastelten am Motor und dem Benzintank herum, um diesen Bereich sehr viel kleiner zu machen, sodass ein Mensch sich darin verstecken konnte. Weil sie so schmal und beengt war, winkten die ostdeutschen Grenzposten sie durch. Denn es schien ganz unmöglich, einen Menschen darin zu verstecken. Doch sie täuschten sich und die Isetta wurde mehrere Male dazu verwendet. Um die Grenzposten vollständig zu umgehen, gruben Gruppen von Studenten einen Tunnel unter dem Todesstreifen hindurch. Das war gar nicht so einfach, wie einer der Erbauer, Hasso Henschel, sich erinnert. Wissen Sie, so ein Tunnel, der muss ja doch eine bestimmte Tiefe haben. Also er muss unter den Grundmauern eines Hauses durchgehen. Er muss unter der Kanalisation durchgehen. Das heißt also 4 bis 6 Meter Tiefe. Wie wollen Sie das schaffen, ohne eine größere Truppe? Wir waren ja insgesamt, haben wir in unserem Tunnel vielleicht 48 Leute mitgearbeitet. Ein harter Kern von 8 bis 10 oder 12, aber immer hatten wir wieder Unterstützung von anderen Studenten. Es wurde nicht nur ein Tunnel gegraben. Der Tunnelbau war ein so großes Unterfangen, dass einige Leute sich darauf spezialisierten, Geld zu beschaffen. Männer wie Wolfgang Kockrow, der begann, Mittel zu beschaffen, indem er an ein Ministerium der westdeutschen Regierung herantrat. Ich konnte mit 30.000 Mark helfen und dieses Geld erhielt ich vom Ministerium für Familien und Flüchtlinge. Dann brauchten wir Geld für technische Dinge wie Elektrizitätsleitungen. Sie brauchten Gasmasken. Sie brauchten Überwachung, Lichter, Funkgeräte und so weiter. Der Tunnel war einen knappen Meter hoch und etwa 60 Zentimeter breit. 10 Studenten lebten in diesem Tunnel, eine Woche oder 10 Tage lang. Sie schliefen, aßen und arbeiteten dort. Beobachtungsposten bezogen Stellung und das Kommen und Gehen der Tunnelbauer wurde eingeschränkt, um keinen Verdacht zu erwecken. Der Tunnel war 2 Nächte lang offen und letztlich kamen 57 Menschen hindurch, deshalb heißt er auch Tunnel 57. Alle Tunnel unter der Mauer folgten demselben Muster. Sie wurden von West nach Ost-Berlin gegraben. Denn niemand hätte im stark kontrollierten Grenzbereich des Ostens den Bau eines Tunnels geheim halten können. Nachdem das Anfangsloch gegraben war, richteten sie sich nach oben, um die Arbeit, die Erde hinauszubringen, einfacher zu machen. Hasso Herschel arbeitete an Tunnel 29. Wir haben ja angefangen im Westen in einem leerstehenden Fabrikgebäude, in einer alten Fabrik. Und entsprechend groß waren die Kellerräume und die wurden überhaupt nicht mehr benutzt. Und da gab es nur einen Eingang von außen und da hat der Hausbesitzer uns den Schlüssel gegeben und hat gesagt, macht Jungs, ich weiß von nichts. Als wir mit dem Tunnel begannen, hatten wir in allem kleinere Schwierigkeiten, also sowohl mit dem Abtransport als auch mit der Luft. Aber je weiter man reinkam, umso größer wurden die Schwierigkeiten. Quadratisch stiegen sie. Und um genügend Sauerstoff zum Arbeiten zu haben, haben wir dann uns einen Druckventilator besorgt, Frischluft von außen angesaugt über ein Ofenrohr von 10 cm Durchmesser und diese gleichen Rohre dann in dem Tunnel verlegt. Im Gegenzug für die Filmrechte finanzierte NBC die Pumpen. Der Tunnel benötigte eine stetige Sauerstoffversorgung. Er war mehr als 120 Meter lang. Die Grabungen dauerten über 6 Monate. Beim Graben trafen sie manchmal Wasserleitungen und der Tunnel wurde überflutet. Selbst nachdem es abgepumpt war, dauerte es Wochen, bis der Tunnel getrocknet war. Dann gingen sie wieder an die Arbeit. Die Gefahr, dass die Grenzposten den Tunnel entdecken und zerstören könnten, war immer präsent.
Wir wussten, dass zu damaliger Zeit schon Tränengasbündel reingeworfen, so Tränengaskerzen, die haben einen kleinen Sprengsatz und da haben die immer 40 Stück zusammengebunden und haben die reingeschmissen und das wirkt dann wie eine Handgranate, also da sieht man sehr dumm aus. Der Tunneldurchbruch war im Innenhof dieses Gebäudes. Die Grenzposten griffen nicht ein und Flüchtlinge begannen in den Westen zu fliehen. 29 Menschen krochen durch den Tunnel in die Freiheit. Das Wichtigste, und deswegen ich es überhaupt gemacht habe, das war meine Schwester, mein Schwager und meine Nichte, die damals ein Jahr alt war. Ich hatte ihr das Versprechen gegeben, dass ich das versuchen werde, dass ich alles versuchen werde, um sie rüberzuholen. Nachdem die Freunde und Verwandten der Tunnelbauer hindurchgekommen waren, versiegelten sie Tunnel 29. Doch auch als die letzten Menschen durch den Tunnel hinauskletterten, arbeitete die ostdeutsche Regierung an Maschinen, die Tunnel unter der Mauer aufspüren sollten. Das Interessante ist ja, in dieser Bernauer Straße hat es Anfang der 60er Jahre Tunnelbauten gegeben. Und hier wird in dieser Dokumentation ein Befehl erlassen, dass zur Verhinderung von weiteren Tunneln ein Tunnelsuchgerät zu entwickeln ist, die mit der Aufgabe, die Aufklärung von Tunnelanlagen und anderen Hohlräumen, diese werden nicht mehr zum Einsatz kommen, weil Mitte der 60er Jahre dann diese Tunnel im Prinzip nicht mehr gebaut werden, weil das Grenzgebiet ist dann immer weiter auseinandergezogen worden und somit musste man dann ganz lange Tunnel bauen. Von 1965 an wurde die Befestigung der Mauer ständig vorangetrieben. Neben dem neu erweiterten Todesstreifen ersetzte eine echte Mauer die Zäune im Hinterland. Ein neuer elektrischer Zaun alarmierte die Wachleute bei Durchbrüchen. Kfz-Sperren wurden aufgestellt und hölzerne Wachtürme durch solche ersetzt, die einen 360-Grad-Ausblick auf den Todesstreifen gewährleisteten. Damit die Wachen sich jedes Fluchtversuchs annehmen konnten, verlief eine Patrouillenstraße entlang der gesamten Barriere. Ein Streifen Sand wurde ausgelegt, um die Flüchtenden durch ihre Fußabdrücke zu verraten. Ein Kfz-Sperrgraben bewachte die westliche Mauer, die durch ein Rohrleitungssystem derart verstärkt wurde, dass es nur schwer zu kontrollieren war. Flutlichter erleuchteten die Mauer, die nicht mehr nur die Stadt teilte, sondern 160 Kilometer um West-Berlin herum verlief, um es vor Ostdeutschland zu verschließen. Durch den Todesstreifen zu laufen war unmöglich. Flüchtlinge mussten einen anderen Weg hinausfinden. Hartmut Richter wurde 1948 in Ostdeutschland geboren. Die Lehrer sagten uns, ihr lebt im ersten Arbeiter- und Bauernstaat. Und sie glaubten, sie könnten uns vermitteln, es sei der beste deutsche Staat, die beste Nation, die es je gab. Als Kind wurde Hartmut durch das östliche Regime gezielt beeinflusst. Aber heute, beim Denkmal an die Berliner Mauer in der Bernauer Straße, lehrt er junge Menschen eine ganz andere Geschichte als die, die er in der Schule gelernt hat. Das zu verhindern, waren die Türme so konzipiert gebaut, dass man also auch jederzeit in den Himmel leuchten konnte. Hartmut begriff schon bald, dass die Mauer nicht erbaut worden war, um Ostdeutschland gegen den Westen zu verteidigen, wie seine Lehrer behauptet hatten, sondern um die Ostdeutschen darin einzusperren. Dann war da noch die Musik. Ich hörte gerne die Beatles, die Rolling Stones, die Beach Boys und so weiter. Und wir ließen uns die Haare wachsen. Entschlossen zu fliehen, beschloss Hartmut, die Grenze zu überqueren, wo die Mauer nicht verlaufen konnte, an einem Kanal zwischen Ost- und West-Berlin. Er würde einen Kilometer weit schwimmen müssen. Das sollte 4 Stunden dauern.
Hartmut war überaus verletzlich, als er über eine Barriere unter Wasser klettern musste. Doch es gelang ihm, der Entdeckung zu entgehen. Sie haben mich nicht gesehen. Ich schwamm zur linken Seite des Ufers und dann las ich ein Schild. Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Ich bewegte mich zum Checkpoint 80 Meter dahinter. Dann sah ich ein westdeutsches Auto. Eine Dame saß darin und ich fragte sie, können Sie mir sagen, wo ich bin? Bin ich in West-Berlin? Sie sah mich an und sagte, ja, aber selbstverständlich, natürlich sind Sie in West-Berlin. Ich war sehr glücklich und ich glaube, die alte Dame war es auch, als sie verstand, was passiert war. Als die Jahre vergingen, wurde es den westdeutschen Bewohnern ermöglicht, den Osten zu besuchen. Mit dem steigenden Verkehr zwischen West und Ost war es den Grenzbeamten nicht mehr möglich, jedes Auto zu durchsuchen. Nun, als Westdeutscher, konnte Hartmut nach Ost-Berlin reisen und Menschen hinausschmuggeln. Das war nicht so schwer. Nicht einfach, aber auch nicht zu schwer. Für mich war es großartig, Menschen zu helfen, von dort zu fliehen. Aber die Ostorgane bemerkten, dass bei jedem Besuch Hartmuts ein Ostdeutscher verschwand. Bei seiner 31. Reise warteten die Wachleute bereits auf ihn. Die entdeckten Hartmuts Schwester, die sich im Kofferraum versteckte. Die beiden wurden inhaftiert. Hartmut wurde zu 15 Jahren verurteilt. Er wurde in dieses Berliner Gefängnis geschickt. Die Ostdeutschen bewerteten die westliche Währung sehr hoch, harte Währung, und sie entdeckten einen lukrativen Weg, Hand daran zu legen, einen Weg, der im Grunde darin bestand, Menschen, die versucht hatten zu fliehen, zu verkaufen. Diejenigen, die man politische Gefangene nennt, Leute, die Ostdeutschland verlassen wollten, einfach an die westliche Regierung zu verkaufen. Bis sie das Geld bekamen, behielten die Ostdeutschen ihre Gefangenen. »34.000 Ostdeutsche wurden vom Westen freigekauft. In Hartmuts Fall betrug die Rechnung 100.000 Mark. Im November 1980 kauften sie mich frei. Ich war 5 Jahre und 7 Monate im Gefängnis gewesen.« Die ostdeutsche Regierung verbreitete zu Hause die Botschaft, dass die Grenzposten ihr Vaterland und den Sozialismus verteidigten. Es wurden einmal im Monat bei den Soldaten und Unteroffizieren auf Zeit Politschulungen durchgeführt. Also seit direkt Gegner Westdeutschland, wie es hieß, West-Berlin. Verbrecher wurden da und die versuchen nur, die DDR zu schädigen. Und das hat man so Tag ein, Tag aus nur gehört gehabt. Und das wurde auch nur geschult, muss ich dazu sagen. Und das wurde auch geglaubt. Das war der große Kampf Sozialismus gegen Kapitalismus. Andere junge Männer patrouillierten an der Grenze, nur einige Meter entfernt, aber in einer anderen Welt. Die US-Armee ließ eine tägliche Mauerpatrouille durchführen, um ihre Rechte in Berlin klarzustellen, genau wie auch die Russen, die Briten und die Franzosen. Die Präsenz kommunistischer und NATO-Truppen nur einige Meter entfernt machte Berlin zu einem möglichen Krisenherd während des Kalten Krieges. Ostdeutschland behauptete, die Barriere schütze sie vor einem Angriff aus dem Westen, aber ihre Kfz-Sperren zeigten peinlicherweise in die falsche Richtung. Also investierte Ostdeutschland 1975 in eine neue Mauer. Wachtürme wurden durch andere ersetzt, die sich nicht in hohen Lüften befanden, aber, was noch wichtiger war, die Kfz-Sperren konnten entfernt und die Winkelelemente eingesetzt werden aufgrund der neuen Form der Mauerteile.
Von diesen Winkelementen sind insgesamt 45.000 Elemente hergestellt worden. Und ein Element kostet 359 Mark für die Grenzanlagen. Durch diese Winkelelemente konnte die Kfz-Sperre weggenommen werden, weil es die gleiche Funktion hat. Vorher war es so gebaut, dass das Auto hier reinfährt, dann geht es nicht weiter. Und dieses hat man einfach im Prinzip so rumgestellt. Wenn das Auto jetzt kommt, fährt es hier drauf und dann gibt es auch nicht. Und diese Elemente sind dann als schöne, glatte, fugenlose Wand vom Westen dann auch bunt gemalt worden. Tatsächlich wurde die Mauer zur Touristenattraktion, was vier Flüchtlinge, eine von ihnen im dritten Monat schwanger, vor der Erschießung bewahrte. Ein Tourist im Westen filmte, wie sie über die Spree schwammen, mitten im Zentrum von Berlin. Die Grenzposten im Patrouillenboot wagten es nicht, das Feuer zu eröffnen, aus Angst, westliche Touristen zu treffen. Die Mauer sicher zu überwinden, erforderte jetzt einen hohen Grad an Erfindungsreichtum. Ingo Bethke auf der linken Seite floh in den 70ern, als er Grenzposten war. Sein jüngerer Bruder Holger war noch immer im Osten. Die Brüder entdeckten eine Stelle, wo die Mauer genau entlang der Mitte einer Straße verlief. West-Berlin war gleich auf der anderen Straßenseite von Ost-Berlin. Holger und ein Freund hatten einen Plan, der beinhaltete, einen Pfeil über die Mauer zu schießen. Ingo sollte bereitstehen, den Pfeil von einem West-Berliner Dach aufzuheben. Ja, wir hatten praktisch eine Angelsehne um eine Sektflasche, hinten um den Flaschenschaft so rumgewickelt. Und er hat so praktisch, also nicht er, sondern mein Kumpel, hatte die Flasche so gehalten, am Flaschenhals. Ja, Flaschenhals. Am Flaschenhals und... Hier hinten war diese und ich habe praktisch geschossen. Das eine Ende von der Angelsehne war am Pfeil und das andere war da. Und dann spulte das so wie von der Spule von dieser Flasche ab und damit haben wir eben gute Reichweiten erzielt. Die Angelsehne war an ein Stahlseil angebracht. In dieses Stahlseil hatten wir dann so vorgefertigte Rollen, die wir uns gebastelt haben, eingehangen. Ich bin dann zuerst losgerollert und zwei Minuten, drei Minuten später kam dann der Kumpan von mir, mein danach. Ingo und Holger waren beide entkommen. Jetzt planten sie, ein großes sowjetisches Kriegsdenkmal in Ost-Berlin zu nutzen, um den jüngsten Bruder, Ecki, zu befreien. Das war 1989. Es sollte eine der letzten Fluchten sein und sicherlich eine der waghalsigsten und genialsten. Die ersten Ideen, wo wir überlegt haben, wie können wir den Ecki rausholen, die waren, glaube ich, 5 Jahre, bevor wir geflogen sind eigentlich. Eines Morgens stiegen Ingo und Holger mit ihren beiden Leichtflugzeugen in der Dämmerung in den Himmel West-Berlins auf. Jedes Flugzeug hatte eine Videokamera dabei, um das Abenteuer aufzunehmen. Ihre Mission, über die Mauer zu fliegen und Ecki zu retten. Wir hatten auch diese Funkgeräte, die Captain selber eins gehabt. Das war allerdings ein Problem, wir hatten keinen Kontakt. Irgendwie die Entfernung war zu weit oder zu viel Störfaktoren dazwischen. Und über Funkkontakt ging keine Verständigung, also musste ich einfach präsent sein, in der Hoffnung, dass sie dann immer gekommen sind. Eckis Rufzeichen war Hurdle Durdle. Und diese berühmte Ödel-Dödel, bist du da, habe ich dann erst gehört, wo sie beide schon in der Luft waren. Die Mauer lag vor ihnen, Ost-Berlin, die andere Seite. Da kamen sie über die Bäume und dann war ich eigentlich schon ganz aufgeregt und habe dann gefragt, soll ich schon rauskommen? Und Inge sagt noch nicht.
Holger zog Kreise, während Ingo mit seinem Flugzeug zur Landung ansetzte. Ich habe eigentlich immer nur Angst gehabt, dass in dem Moment irgendwelche Polizei auftaucht oder dass mich vielleicht jemand beobachtet hat. Ich war nervöser als Ingo. Ingo war die Ruhe selbst. Und ich denke, rucki zucki, wir haben nicht mal eine Minute unten gestanden. Dann sind wir auch gut über die Bäume gekommen. Holger ist oben geblieben und hat sich dann hinter uns gehangen. Wir hatten ja nie probiert, irgendwie über eine Stadt zu fliegen. Wir sind ja immer nur über Wälder und so. Also von der Orientierung her ist ja doch schon ein bisschen was anderes. Wir wussten also hinten die Mauer immer lang und dann links kommt der Reichstag. Und eine Riesenwiese wieder davor. Die drei Brüder wandten sich dem Reichstag zu, dem Parlamentsgebäude Deutschlands. Die Wiese, die den Reichstag umgab, sollte den Brüdern als Landebahn dienen. Nach nur 16 Minuten war der Flug auch schon vorbei. Wir sind dann am Reichstag gelandet und ich war dann so happy, bin dann erstmal ausgestiegen aus dem Flugzeug. Das war ja eigentlich nur ein Sitz, ein fliegender Sessel. Da hat mich erstmal auf die Knie gegeben und habe den Boden geküsst. Und ich sage, ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Ingo und Holger holten Ecki 1989 heraus. Die Partei feierte 40 Jahre an der Macht. Erich Honecker hatte Walter Ulbrichts Platz an der Spitze der Partei übernommen. Honecker war dafür verantwortlich gewesen, Walter Ulbrichts Entscheidung, die Mauer zu bauen, durchzuführen. Nun erklärte er, sie würde weitere 100 Jahre bestehen bleiben. Wird nicht fallen, dachte ich immer, weil ich habe es ja selber erlebt, wie gesichert die ist und wie sie ständig weiter ausgebaut und vervollkommnet wurde. Also für mich war klar, Honecker hatte recht, die steht noch über 100 Jahre und noch länger. Aber Ungarn, einer der Partner Ostdeutschlands im kommunistischen Osteuropa, baute seine Barrieren zum Westen aus dem Kalten Krieg ab. Der eiserne Vorhang verschwand schnell. Ostdeutsche hatten das Recht, in andere Ostblockstaaten zu reisen. Und nun konnten sie die Mauer umgehen, indem sie durch die Tschechoslowakei nach Ungarn reisten und von dort aus zu der nun offenen Grenze nach Österreich, in den Westen und in die Freiheit. Und dann versiegelte Ostdeutschland seine Grenzen zur Tschechoslowakei. Es isolierte sich selbst vom 20. Jahrhundert. Und das ermutigte die Menschen, die nie zuvor Mut gefasst hatten. Und in dem Moment, als sie begannen, selbst zu denken und zu handeln, war das Regime am Ende. Die absolute Ironie dabei war, dass ein Staat, der völlig von Bürokratie geleitet wurde, durch einen bürokratischen Ausfall zurückgeschlagen und letztlich zerstört wurde. Und dieser Ausfall ereignete sich so. Der ostdeutsche Kopf der Regierung fühlte, dass er zur Abwendung dieser hochschlagenden Welle die Mauer öffnen würde, um die Menschen herauszulassen. Aber dies sollte genau geregelt ablaufen. Man sollte zur Polizeistation gehen, ein Visum holen und Erlaubnis einholen. Und das übermittelte er an Günter Schabowski, ein Mitglied des Politbüros, und sagte, gebt das bei eurer abendlichen Pressekonferenz bekannt. Schabowski sah es sich nicht an, denn er war in Eile. Und am Ende der Pressekonferenz sagte er, oh übrigens, es gibt neue Ausreisebestimmungen. Und er spulte herunter, dass es den Ostdeutschen in Zukunft erlaubt sei, zu reisen. Und ein italienischer Journalist fragte, wann, und Schabowski sagte, oh, und fummelte herum, um das Stück Papier zu finden, das er nicht gelesen hatte, sah es an und sagte, soweit ich weiß, ab sofort.
Heute ist eine historische Nacht. Die ostdeutsche Regierung hat erklärt, dass Einwohner Ostdeutschlands ab Beginn des nächsten Morgens die Grenze überschreiten dürften, ohne Einschränkungen. Harald Jäger war verantwortlich für die Prüfstelle Bornholmer Straße. Er hörte die Neuigkeit beim Abendessen. Ich muss den letzten Bissen im Hals stecken. Bleiben. Ich verließ daraufhin sofort an die Kantine, um mich von Vorgesetzten beraten zu lassen und dort aufklären zu lassen, was das für uns konkret heißen würde. Dies bedeutete, dass Ostberliner, die die Pressekonferenz live im Fernsehen gesehen hatten, sich an den Prüfstellen zu sammeln begannen. Erst zu Zehnt, dann zu Hunderten, dann zu Tausenden. Der unmittelbare Staatsgrenze zu Berlin-West und in die BRD. Mein damaliger Direktor, Vorgesetzter, rief mich dann nochmal an und sagte, es bleibt bei der Weisung, die gegeben worden ist, dass nur die DDR-Bürger ausreisen dürfen, die provokatorisch in Erscheinung treten. Und das hieß dann konkret so, die DDR-Bürger, die da waren, bekamen das ja logischerweise mit, dass ein Teil der DDR-Bürger ausreisen durfte, aber der andere Teil nicht und wir diese Bürger eben nachhaltig zurückhielten. Und aus dem Grund spitzte sich auch die Situation zu. Das heißt, die DDR-Bürger wurden dann, ein Teil wurde dann wirklich aggressiv. Und in dieser Situation habe ich mich dann entschlossen, habe ich dann meinen Unterstellten gesagt, Kontrollen sofort einstellen und Schlagbar aufmachen, alles nach West-Berlin ausreisen lassen. Daraufhin wurden dann so gegen 23.20 Uhr, 23.15 Uhr die Zeit, wurde dann der Schlagbaum aufgemacht, alle Kontrollen eingestellt und die DDR-Bürger im wahrsten Sinne des Wortes fluteten dann in Richtung West-Berlin. Als die Ostberliner sich Richtung Westen wandten, begannen schon die Mauerspechte mit ihrer Arbeit. Nachdem die Mauer gefallen war, konnte das Regime, das sie errichtet und aufrechterhalten hatte, nicht mehr lange überleben. Eine Zeit lang führte die ostdeutsche Regierung ein geisterhaftes Halbleben und stempelte die Pässe der Bürger, die durch die Löcher in der Mauer verschwanden. Aber nach kaum einem Jahr verschwand Ostdeutschland. Berliner aus dem Osten und dem Westen trafen sich im Herzen ihrer Stadt, um die Einheit Deutschlands zu feiern. Berlin war nicht länger gespalten. Niemand weiß genau, wie viele beim Versuch starben, aus Ost-Berlin zu entkommen. Aber die Mauer forderte weit über 100 Menschenleben. In Berlin existieren noch immer Teile des Todesstreifens, die nun wie Flecken von Niemandsland wirken. Alles, was von der Konstruktion heute noch übrig ist, ist die Kontrollstraße der Grenzposten. Berliner fahren sie mit ihren Fahrrädern entlang und führen ihre Hunde dort aus. Hier sind wir nun, über ein Jahrzehnt nach dem Mauerfall. Es gibt noch immer zwei unterschiedliche Gesellschaften. Sie entdecken den Weg zueinander. Sie überwinden 28 Jahre alte Differenzen. Viele aus dem Osten kämpfen noch immer gegen die Mauer. Sie dachten, sie würden den Sozialismus erschaffen, obszönen Reichtum abschaffen, um Angst und Armut aus dem Leben aller zu tilgen. Es war eine wunderbare Idee. Und sie dachten, nur eine Mauer würde ihnen erlauben, es zu versuchen. Aber damit lagen sie schrecklich, schrecklich falsch.